So, Lazio gegen Tottenham. Ja, hier gibt es mal augenscheinlich drei Neuzugänge, die mal spielen. Gibt es drei, die spielen und einen, der auf der Bank sitzt bei mir. Ah, da habe ich einen vergessen, von der Reserve reinzugeben. Gut, dass ich nachschaue. Vier Neuzugänge, drei spielen davon. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich wieder mal mein Excel-Sheet befragen. Na, hier spielen drei. Von Anfang an, darunter zwei Legenden. Genau, zwei Legenden hat man sich geholt. Zwei Neuzugänge so, einer spielt davon Start und Obraniak wurde abgetradet. Inekraft kann man geschickt da, Torreira. Ibay wurde zum Captain ernannt. Oh. Ja, bei mir ist zwei Legenden von Stadern. Eine jetzt da kurz im Ball gewesen, Evra. Ja, und Lo Celso, auch neu. Der spielt ja jetzt eigentlich bei Tottenham. Ja, mal schauen, ob es hier wieder ein Unentschieden wird oder ob sich hier mal einer durchsetzen kann. Das erste Spiel ist ja kein Unentschieden worden, Warum oder? nicht? Schaut mal. Ah, okay. So, Zanetti, hier die eine Legende. Ah, hier Evra. Warte, warte. Cole, die zweite. Ja, solange wir die zweite Legende nicht sehen, ist das immer gut bei mir. Wieso? Ich spiele im Tor. Van der Sar. So, Zanetti ausgebessert. Schön.
Kane. Hat man wenigstens die Legende gesehen. Bringt hier Tottenham in Front. Ja, ich muss sagen, ein bisschen gegen den Spielverlauf. Number 10, Harry Kane. Alter. Eine Karte an. Eine Verwarnung. Und Freistoß Tottenham. Oh, schön. Oh, schön. Auch schon von Bode damit gespielt hat, das erkannt gleich. Boah. Genau, Steigemann. Ja, jetzt geht's mal in die Halbzeit. Alter, was? Absatz. Okay. Ist jetzt so plötzlich gegangen. Ja, aber auch wieder ein gutes Spiel eigentlich. Ich halt besser so. Mir das gedacht, muss ich sagen. Ja, du bist immer negativ angestellt. Hat mich schon gewohnt. Warum sollten die Testspiele anders verlaufen? Als die zählen dann. Testspiel habe ich nie gewonnen. Oh ja, hast du auch gewonnen. Eines glaube ich. Weiß ich nicht, aber nicht mitzählt. So, Neuzugang, Luxbacher. Oh. Stellt sich da mal vor. Stark. Ja, das muss ich auch mich noch drüber dran, dass ich echt einmal so kleinere Spieler reinlasse, quasi. Chancen gibt. Ja, zum Testen, genau. Chance. Ja. Oh.
Immobile. Ausgleich. Du warst gekommen oder der Goalie? Number 17. Du warst gekommen oder der Goalie? Darum war ja der Fail. Oh, der hat mich gleich abgezogen. Hast du deine Goalies auch eigentlich eingestellt? Mit diesen Zuwassungen? Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht irgendwann vergessen habe. Na, billig. Puh. Das ist so komm, mein Freund. Hast du, dass mich eigentlich mir keine Antwort auf neue gegeben hat? Stimmt. Eiskalt. Oh. Ja, das gibt's nicht. Was? Ja, du bist im Reingerutscht dann. Na und? Scheiß drauf. Ah, schade. Schön gespielter Spielzug. Schön gespielter Spielzug. Ja, wir testen ihn trotzdem. Jetzt weiß ich aber nicht, war das im Elferraum oder nicht. Ja. Naja. Oh. Immobile. Schade, schade. Wenn man so in Rückstand gerät. Goal for Lazio. Number 17. Ciro Immobile. Das hat aber auch spät pfiffen. Ja. Und weit hinten. Ja. Ich auch gerade gemerkt. Tschüss, Papa. Ja, Kopf ist zart. Na, tschüss, war das nicht. Fast befürchtet.
Oh. War nicht schlecht. Sehr schön. Fuck. Oh mein Schön. Gott. Schön. Oh mein Gott. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Oh my God. Schöner Punkt. Ja, das ist leider gekippt. Man hatte noch die Top-Chance. Ups. Scheißbild. Ja, dazu gewinnt das der erste Sieg in dieser Zelle. Dortmund, unglücklicher Verlierer. Zum Schluss noch zwei, drei gute Chancen gehabt. Ja, aber wenn man es nicht macht. Ja, das kennen wir schon. So.